Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wende Bönisch. Ich möchte Ihnen heute das Bilderbuch Warum von Nikolai Popper vorstellen, das 2015 die Michael Nelkebauer Edition in ihrer Klassikreihe nochmal neu herausgegeben hat. Es umfasst 32 Seiten in der Hardcover-Version und kostet 10 Euro und ist für Kinder ab 5 Jahren empfohlen. In dem Buch geht es, wir sehen es auf dem Cover, um einen Frosch, der eine schöne Blume gefunden hat. Und es kommt eine Maus hinzu und die möchte auch diese Blume haben. Daraus entsteht ein Streit, der sich steigert und immer erbitterter geführt wird. Also keiner gibt nach, jeder will die Blume haben und es wird, sie holen sich gegenseitig Verstärkung. Also die Frosch bekommt von Fröschen Verstärkung, die Maus von Mäusen. Die Waffen werden schärfer, der Streit eskaliert und wird erbittert geführt. Und am Ende steht die Frage, warum? Warum ist dieser Streit im Brand? Um was ging es eigentlich? Und Nikolai Popper schafft es, hier mit ganz eindringlichen Bildern diesem Warum nachzugehen, den Kindern klarzumachen, dass diese Gewalt in so einen Teufelskreislauf enden kann, wo eigentlich alle nur noch Verlierer sind. Man sieht es eben an den Bildern hier, am Anfang ist alles grün. Man sieht, wie plastisch er diese Waffen darstellt. Hier diese Explosionen, was da für verheerende Folgen und Schäden sind. Und zum Schluss sehen wir eine trostlose Landschaft in Grau. Und den Kindern wird so illustrativ deutlich, was Gewalt auslöst. Dazu gibt es immer nur einen ganz kurzen Text links oben, so ein, zwei Zeilen. Das Buch punktet eben durch seine starken Bilder. Es ist ein sehr starkes Bilderbuch zu dem Thema 5 von 5 Sterne deswegen und ich empfehle es sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke Bönisch.